Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren fantastischen Folge Varo 4. Auf dem Server sind Freaks und Gomme und ich, der Datukart. Und wir schauen uns jetzt ein bisschen um. Und mein Plan, beziehungsweise was ich euch in der gestrigen Folge gesagt habe, Izzy hat einen Strike bekommen und seine Chords sind offen. Und wenn das, was er gesagt hat, wiederum wahr ist, kommt er erst am Mittwoch wieder. Und jetzt habe ich einen Plan. Und ich glaube halt, ich habe einen relativ geilen Plan. Und ich bin so gespannt, ob wir das irgendwie umsetzen können. Also ich habe jetzt eher gesagt, nur bis Mittwoch Zeit. Heute ist Sonntag. Ja, also wenn er jetzt 3 Folgen im Voraus aufgenommen hat und einen Tag kommt halt keine Folge, es geht ja, dann geht sich das halt so aus, dass er am Mittwoch aufnehmen muss und hochladen muss. Ja, alles in allem für Izzy ein bisschen doof. Und da wird die Action sein, ja. Da werden alle Party-People vom Server, die auf Kills geiern, werden dort den armen Izzy auflauern. Aber wir sind auch noch da. Und wir werden uns auch dahin begeben. Und ich hab da... Da waren wir, oder? Alter. Vielleicht werde ich mich auch gar nicht mal irgendwo hinbegeben und sterbe jetzt. Gomme und Freaks sind auf dem Server. Und ich weiß, dass es ein paar Leute auf mich abgesehen haben. Man, ein bisschen in der Konfi quatscht man ja ein bisschen. Und ich muss ganz kurz schauen, welche Höhe. Ich bin eigentlich auf der richtigen Höhe. Ich bin halt noch einmal auf der Suche nach Dias für Scheiße. Ich bin noch einmal auf der Suche nach Dias für mein Schwert. Und dann gehe ich nach oben und farm halt Stuff. Hier war ich auf jeden Fall schon. Scheiße. Ach man, ich hatte doch noch einen neuen Weg gehabt. Gott, Gott, Gott. Entschuldigt bitte, das hier zeitlichen. Die Folge ist eine Katastrophe. Ganz so schlimm ist es aber wiederum nicht, weil ich jetzt ja gar nicht auf... LUL! Das ist nicht wahr. Zeitlich, planmäßig ist das eine Katastrophe, was ich hier gerade mache. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich theoretisch noch 2 Tage Zeit habe. Bald Izzy ist ja noch nicht wieder da. Und jetzt denkt ihr alle, verrat das doch nicht. Jetzt kommen doch voll viele, um dich zu snipen. Und das ist auch richtig, dass die Möglichkeit besteht. Aber ich habe ja einen Plan. Also es ist ja nicht so, dass ich hier ohne Vorbereitung am Start bin. Ich habe das Ganze durchgeplant. Kann natürlich immer noch nach... Scheiße, da sind 2. Ich habe das Ganze ja immer noch... ich habe ja noch ein Ass im Ärmel. Oder ich habe was im Hinterkopf. Ich werde jetzt gleich einfach strip mine für die letzten Dias. Also es gibt noch einen Trick, den ich halt vorhab. Und mir dürfte somit nichts passieren. Das hört jetzt sich immer so an wie... Boah, ich bin mega safe. Aber ihr werdet sehen. Dieser Höhlenkomplex, wo ich hier aber auch bin. Hier wurde ja auf jeden Fall gebaut. Lol, war ich das? Vor geraumer Zeit? Habe ich meinen eigenen Weg zurückgefunden? Nee, das mit den Kürbissen war ich natürlich nicht. Ich laufe jetzt aber auch hier wie ein Wilder, ne? Und... Ich werde jetzt strip mine. Und damit ich hier wegkomme. Also, damit ich jetzt die letzten Dias finde und dann nach oben gehen kann. Und dann muss ich das nämlich vorbereiten, was ich vorhabe. Das heißt, ich buddel mich jetzt hier runter. Weil jetzt sind nämlich langsam dann auch meine Chords wieder offen. Das heißt, es muss jetzt klappen. 16, 15, 14, 13. Okay. So, komm. Jetzt noch einmal. Gib mir mal einen Lucky Strike, bitte. Nur damit ich was höre. So, einmal Dias. Dann habe ich ein Schwert. Also, dann komme ich vielleicht auf ein Eisenschwert mit Sharpness 4 ist geil und so weiter. Aber vielleicht habe ich ja einfach das Glück und komme mit noch ein, zwei Dias auf ein Sharpness 2 Burning 1 Dias-Schwert. Vielleicht ist es auch nutzlos, was ich mache. Aber ich denke mir, dass das gar nicht so schlimm sein kann.
lol, es kommt was Blaues, so, boah, geil, denkst du dir. Komm, im Strip meinen, einmal Dias. Ja, alle wollen auch immer, dass ich Gold mitnehme, das kann ich auch verstehen. Aber ich habe halt jetzt, ich will keine Zeit verlieren, ich muss hier eigentlich raus. Ja, ich muss, raus. Damit ich meine Position wechseln kann und dass ich an diesen besonderen Ort will, kann, wo ich hin möchte. Ein weiterer Tunnel. Hier habe ich irgendwann abgebogen. Ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass ich schon mal hier war. Und ich habe mich nach rechts gehen entschieden. Dann gehen wir jetzt mal nach links. Komm schon, einmal. Und dann geht's direkt nach oben, Leute. Ah, hier ist alles schon wie ein Käse durchlöchert. Was ist noch hier zu finden? Gehe ich in die Richtung? Das hier sieht ja vielleicht gar nicht so schlecht aus. Hier, pass auf. Höhe 18. Okay, also wieder ein bisschen runter. Wirklich jetzt. Oh nein. Was ist hier schon wieder? Das hier sieht noch ganz interessant aus. Ich bin angetan. Höhe ist okay. Shit. Geht's hier noch irgendwo hin? Was ein Komplex, oder? Also. Es muss noch Dias geben. Ich habe bestimmt auch perfekt um die Dias rumgebuddelt. Wie gesagt, bis Mittwoch habe ich Zeit, also bis Dienstag. Zwei Folgen insgesamt noch bis zum Showdown. Und ich werde auch Brammen fragen, ob er dann. Also ich habe ihn heute gefragt. Heute war wieder zeitlich ein bisschen blöd. Ich muss bedenken, der wahre Server ist immer nur abends online. Und ja, manchmal hat Bram da einfach keine Zeit gerade. Wenn er natürlich noch in Varo dabei wäre, wäre es bestimmt noch ein bisschen was anderes. Da hätten wir uns aber auch genauer absprechen können, wann abends. Die Zeitspanne ist ja immer noch ein bisschen existent. Aber jetzt kann ich das halt ein bisschen so planen, wie es für mich am besten ist. Und ja, da passt das bei Bram leider auch nicht immer. Aber beim nächsten Mal ist es mir wichtig, also in den zwei Folgen ist es mir wichtig, dass er dabei ist. So, nur für mich mal kurz zur Sicherheit. Werde ich unten mal mein Inventar ein bisschen umbauen. Es ist halt, wie gesagt, 5 Leute gerade drauf. Es wirkt so, als wenn mich dadurch schon Early snipen wollen, aber eigentlich dürfte man mich ja nicht finden. Und wenn ich jetzt halt noch einmal die blöden Dias finden würde, würde ich auch abhauen. In der übernächsten Folge kann ich euch dann auch sagen, was ich vorhab. Die wird ja nicht rechtzeitig online sein, bevor ich aufgenommen habe. Dann verrate ich euch meinen geheimen Plan. Sollte es denn noch so weit kommen. Gold. Eisen. Ach.
Moment, da ist Eisen. Bin ich wirklich auf der richtigen Höhe? Ja. Weiter. Das kann doch auch nicht sein. Ja, ich weiß, die sind selten, aber ich habe halt auch ein bisschen Pech. Ich müsste doch genau auf ein Skelett hämmern. Eine neue Höhle, eine bekannte Höhle. Bekannte Höhle. Ich glaube, hier war ich schon. Das ist nicht zufällig da, wo ich gerade war, oder? Das wäre so krass. Lul. Jetzt geht mal meine Picke wieder, das ist kaputt. Beim Strip-Mine geht das dann so schnell. Soll ich jetzt die Dia? Ja, die brauche ich für Obsidian. Obsidian brauche ich momentan aber nicht mehr. Dann werde ich jetzt. Das ist auch wieder blöd, aber. Komm, dann werde ich jetzt die Dia-Picke gleich benutzen. Bin ich auch noch mal ein paar Sekündchen schneller. Und ewig hält die auch nicht mehr. Muss ich die nicht im Inventar festhalten. Komm schon! Mann! Lava, das könnte vielleicht nochmal, wenn es was Neues ist. Oh. Mann, 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 Entschuldigung, dass ich gerade nicht so viel rede. Ich bin da ein bisschen. Das ist. Okay, wir kommen vielleicht nochmal zu was Neuem. Ich buddel mich jetzt straight mal kurz dahin, was ich höre. Wo ist das Lava-Geräusch? Hier ist erstmal ein Zombie. Komm. Das kann doch nicht sein. Okay. Lavasee. Komm schon. Gommel wird gekickt, okay, nur nicht ich. Da gehen wir auch noch hin jetzt. Das ist doch nicht wahr. So ein schöner See. Auch ich bin in 30 Sekunden raus. Oh,
ich bin aber auch, alter Schwede, hab ich Pech. Oh, das war so absolut nicht geplant. Da. Bevor ich gekickt wurde, habe ich noch Opfer geschrieben. Oh, Leute, ach, tut mir leid, einfach ein bisschen vom Pech verfolgt, hat auch kein System. Ich hatte ja trotzdem Spaß. Wie gesagt, Mittwoch, wenn alles wahr ist, was so geschrieben wurde, könnte Mittwoch ein geiler Showdown kommen. Ich hoffe, es stimmt, was Izzy und so gesagt haben. Deswegen, ja, mal sehen, wie es beim nächsten Mal läuft. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.